Hallo, hier ist wieder euer Mr. Basketball AD und ich spiele wieder für euch Dead by Daylight. Ja, heute habe ich für euch hier eine Runde mit Alan Wake und ich hoffe mal, dass ihr genauso viel Spaß habt, wie ich es in der Runde hatte. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen gucken wir mal, dass ich das hier ordentlich über die Bühne bringe. Aber ich bin gegen die Künstlerin. Geht auf jeden Fall das Addon mit, dass sich die Rahmen verbreiten. Gut zu wissen. Wir sind ja immer noch hier bei dem Geburtstag-Event. Ich versuche jetzt hier gerade noch schnell die Kisten hier zu öffnen. Das sind, glaube ich, immer einige schöne, viele Punkte, die man hier kriegt. Achso, zu meinen Perks. Ich habe, ich muss gerade mal gucken. Plünderschwülen, Ass im Ärmel. Dieses Ding von Elodie und ich glaube das letzte ist Springfalle von Jill. Sie wollte auf uns schießen, aber hat ein bisschen verzogen. Oh, ganz knapp an mir vorbei. Nehmen wir mal die Einladung hier mit. So, ich hoffe mal, wir können jetzt hier ansatzweise in Ruhe arbeiten. Jetzt hast du doch in meine Richtung geschossen. Vorsichtig. Ach, das ist kurze Entfernung. Ja gut, dann muss ich einfach weg von dem Loop. Aber irgendwie Jens fertig kriegen tun wir auch nicht. Ja,
jetzt auch zu dem Geburtstag alle Survivor, die jetzt bis jetzt rauskamen, alle so weit auf Prestige 6 gebracht, was mich sehr glücklich macht. Das heißt also, ich habe wieder den vollen Anschluss, aber ihr müsst auf jeden Fall dieses Geburtstagsevent bis zum Ende auskosten, dann kriegt so viele Blutpunkte. Das ist ja schon unheimlich, wie viel man da kriegt. Versteht aber nicht, dass die immer hier entschließt. Ich glaube, sie hätte mich auch getroffen. Sie ist hier. Ach nee, die andere ist hier. Genau, nee, ist hier. Und die sie. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Dann ja sogar zwei am Haken. Ach Gott. Ja, den konnte ich jetzt leider vorher nicht holen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Zumindest heilt er den Bot noch mit hoch. Macht der Bot das auch? Jawohl. Ja, gut. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich hier gerade heile, aber hat wohl irgendwie schon Sinn. Komische Stellung. Man kriegt einfach keinen Gen richtig durch. Da ist einer durch. Sehr gut. Aber sie ist hier eben schon. Leider meine Springpfeile gar nicht drauf gemacht. Irgendwie total vergessen. Ah, siehste? Dachte ich mir nämlich schon. Ach, da ist Sable. Die noch ein paar Punkte schnecken will. Das ist sowieso tot. Wenn er nach links hätte ich mich getroffen. Na, da leer. Gucken, ob wir was Neues finden. Geht doch.
ist, ne? So, wollen wir den Versuch machen? Weil hochschießen kann sie ja nicht. Könnte mich ja nur treffen, wenn sie auf derselben Ebene ist. Die ist auf jeden Fall auch tot. Na, jetzt wurde er erst getroffen. Ich glaube, sie läuft unten lang. Ja, sie läuft unten lang. Ich muss gerade nochmal horchen. Dann hat sie natürlich jetzt auch wieder relativ schnell. Das von den Krähen ist gar nicht mehr so einfach. Und der ist leider down. Der ist auch tot. Der ist leider relativ schnell tot gewesen jetzt hier. Gucken wir mal, ob wir das Glück mit der Luke haben. Sieht aber nicht so, nee, sieht nicht so aus. Oh Gott. Nee, ausgewichen. Muss aber direkt hinter mir sein. Ja. Naja, ist aber nicht so schlimm. Genug Punkte müssen wir gemacht haben. Hätte mich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen anders anstellen können. Aber naja, aus Fehlern lernt man ja. Dann sage ich doch ordentlich Punkt sein. Sieht doch gut aus. Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und würde dann mal sagen, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein. Vergesst das Abonnieren nicht, den Daumen nach oben nicht und bis zum nächsten Mal, euer Besser war's, dem HD. Ciao, ciao.